Was solltest du tun, bevor du eine Person kündigst? Welche Möglichkeiten hast du, eine Person auf den richtigen Pfad zurückzuholen? Darum geht es in diesem Video. Let's go! Ja, und wir haben jetzt ein sehr schönes Thema tatsächlich. Warum schön? Weil du schaffst es mit diesen Dingen, die wir jetzt dir in die Hand geben, wirklich das Leben von einer Person maßgeblich positiv zu beeinflussen. Na, du hast eine Person, die ist ein Minderleister, die bringt nicht die Leistung, die sie bringen soll. Und jetzt sind verschiedene Schritte, die du gehen solltest, bevor du dich für eine Kündigung entscheidest. Es sind viele Dinge, die davor noch passieren, sodass die Kündigung meistens gar nicht der Fall ist. Das erste Mal zu kontrollieren, diese Person, was sind eigentlich die Fehler, die sie macht oder was sind die Dinge, die sie nicht macht. Und dann mal zu kontrollieren, hast du überhaupt Standards gegeben. Ja. Gibt oft genug die Situation, du sagst, die Person bringt ihren Job nicht, aber du erwartest von ihr auch Dinge, die du von ihr einfach nicht erwarten kannst an der Stelle, weil du kannst nicht erwarten, dass die Person sich alle Dinge merkt wie du. Das wird sie nicht tun. Und dich selber zu hinterfragen, wie kannst du bewerkstelligen, dass sie diese Dinge an der Hand hat. Ne? Das ist so der erste Schritt. Mhm. Was auch noch passieren kann, die Person vergisst einfach Dinge. Dafür gibt es Checklisten. Wenn du für jeden Bereich eine Checkliste machst, dann wird die Person auch die Dinge nicht mehr vergessen. Also ganz viele Themen, wofür viele Leute, die dieses Video jetzt vielleicht noch schauen, eine Person kündigen würden, sind eigentlich ihre eigene Unzulänglichkeit als Unternehmer. Dass sie die Person nicht so führen, nicht so leiten können, wie sie es müssten. Mal Punkt 1. Ne? Punkt 2, auch klar, was wir immer uns anschauen, ist, eine Person, will die oder will die nicht? Weil ich habe Personen, die setze ich auf eine Stelle und ich sehe, die wollen. Beispielsweise Kaltakquise. Die machen am Tag ihre, keine Ahnung, 300 Anrufversuche. Die kriegen aber einfach keine Termine aus. Aber jeden Tag 300 Anrufversuche. Und die geben Gas, die geben Vollgas. Das Ergebnis stimmt einfach nicht. Dann weiß ich, wenn ich die Person auf eine andere Stelle setze im Betrieb und die hält dann sichere Checklisten ein, die hält alle ihre Vorgaben ein, ne, ist offen für Feedback und so. Und ich setze sie auf eine andere Stelle im Unternehmen, dann wird die da performen. Relativ sicher, weil die will. Ja? Ich finde, ein ganz großes Thema ist auch das Thema Erwartungshaltung. Ne, also, wenn eine Person in deiner Firma eine gewisse Leistung nicht bringt, die du eigentlich erwartest von der Person, dann hinterfrag dich auch mal selbst, ob deinem Mitarbeiter, deiner Mitarbeiterin diese die Erwartungshaltung eigentlich bewusst ist und bekannt ist. Ne? Hast du überhaupt schon mal kommuniziert, welche Zahlen dein Vertrieb bringen soll? Hast du eigentlich schon mal kommuniziert, wie schnell deine Monteure sein sollen? Ja, hast du schon mal kommuniziert, wie viele Tätigkeiten in deiner Buchhaltung gemacht werden müssen, wie schnell die Rechnungen rausgehen sollen, wie lange das Telefon maximal klingeln darf und so weiter. Und vielleicht sind das Sachen, die dich einfach extrem nerven, wo du sagst, ey, das kann ja nicht wahr sein, ja, und überhaupt so. Und du hast aber das noch nie kommuniziert an deine Mitarbeiter. Ja, das ist wirklich ein ganz großer Fehler, dann auch die Sachen in sich reinzufressen und zu sagen, ja, die wollen das einfach nicht, aber es ihnen nie zu sagen. Ja. Weil spätestens dann, wenn du merkst, es klappt nicht, würde ich es denen halt mindestens mal sagen. Also eine offene und ehrliche Kommunikation ist immer das Erste, was du versuchen solltest. Und dann ist noch ein Thema, ne, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, wenn du sagst, okay, es ist schwierig, ich weiß nicht, ob ich mit der Person so weitermachen kann, sprich mit ihr. Und leg die Karten auf den Tisch, sag, hey, lieber Marvin, wir arbeiten jetzt schon seit 3 Monaten zusammen und ich habe einfach festgestellt, deine Arbeitsleistung ist einfach durchgehend nicht gut, ganz, ganz objektiv. Das und das und das, ganz konkrete Punkte aber auch, passt einfach nicht. Und gib ihm ganz konkrete Punkte, die zu verbessern. Ich würde erwarten, dass das und das und das passiert. Ich habe jetzt folgende Herausforderung. Ich habe jetzt noch 2-3 Monate einzuschätzen, ob du deine Leistung bringst. Wenn du das nicht tust, muss ich dich leider kündigen. Ne? Wenn du irgendwelche Hilfe dafür brauchst, frag mich gerne. Aber ich muss von dir jetzt das und das und das sehen. Sodass die Person ganz genau weiß, was erwartest du von ihr. Einfach zu sagen, deine Arbeit ist scheiße, mach's besser. Das ist ganz schwierig. Und in so einem Gespräch auch schon entwickeln, wie man das hinbekommen kann. Was meinst du, wie du da hinkommen kannst, jetzt diese so und so zu erreichen, dieses Ziel zu erreichen? Ne? Also ich brauche von dir das und das. Was meinst du, wie können wir das hinkriegen, dass du das schaffst? Ne? Und dass die Person dann auch schon mithilft, sozusagen an diesem Problem sozusagen mit dir zu lösen. Dass du nicht sagst, hier, ey, du bist schlecht, du schaffst das nicht und sieh mal zu, dass du das hinkriegst bis zum nächsten Mal. Sondern okay, was können wir denn zusammen machen, dass wir das hinkriegen? Ne? Brauchst du da mehr Schulung? Brauchst du da mehr Equipment? Brauchst du da irgendwie bessere Rahmenbedingungen? Ja. Ne? Besseres Werkzeug, wie auch immer. Und dass die Person dann auch schon mitwirken kann und sagen kann, ja, okay, ja. Vielleicht sagt er dann auch, ja, ich kann gar nicht arbeiten, nur dass das nicht passt. Ja, und oder zum Beispiel, ja, bei meiner alten Firma hatte ich das so und so und da habe ich es auch geschafft, aber hier irgendwie, da fehlen mir das und das und da komme ich nicht mehr klar oder ich weiß gar nicht, wie das hier läuft, ich muss ständig Rückfragen stellen und so. Und dann merkst du erstmal, vielleicht liegt es auch einfach an dir und an deinen Strukturen. Wo die Defizite sind bei dir. Und das ist halt, so ein Gespräch kann viel, viel wertvoller sein, als die Person einfach direkt zu feuern, hart gesagt, weil daraus die Möglichkeit, dich zu verbessern, für alle anderen Mitarbeiter. Du lernst ja nichts, wenn du die Person einfach nur rausschmeißt sozusagen, sondern wirklich auch mit der Person daran zu arbeiten, deine Strukturen auch besser zu machen und zu schauen, woran liegt es wirklich. Ne? Ja. Das ist wichtig. Genau, ich denke, da waren jetzt einige Dinge dabei. Wenn du diese Dinge, also nochmal kurz zusammengefasst, ne, erstmal klar Standards kommunizieren, zweitens mit der Person irgendwie offen auch kommunizieren, ne, und drittens auch wirklich mal hinterfragen, was sind die Fehler, die passieren, liegt das vielleicht sogar bei dir, die Sachen. Und vierte Option noch, umschulen, auch eine Möglichkeit. Wenn die an sich will, aber einfach an der Stelle nicht aufgeht, geht sie vielleicht woanders auf, das kann gut sein.
ja, wir hoffen, dass du da in Zukunft einen der vier Sachen immer einsetzen kannst, wenn so eine Situation geht. Und lass einen Daumen nach oben da, lass ein Abo da auf jeden Fall. Dann sehen wir uns in den nächsten Videos wieder. Bis dann. Ciao.